Willkommen in Kathis Kosmos. Hallo ihr Lieben. Heute machen wir einen gemeinsamen kleinen Ausflug ans Mittelmeer. Ja, und wer mich schon länger guckt, ahnt vielleicht schon, was jetzt kommt. Und zwar geht es um ein paar News der Marke Chorus, der griechischen Beauty-Marke, Kosmetik-Marke Chorus, einer meiner All-Time-Favorite-Beauty-Brands. Und auch wenn das Wetter gerade noch nicht so aussieht, wird jetzt auch demnächst wieder die Zeit kommen, wenn wir uns zusätzlich ein bisschen intensiver vor der Sonne schützen sollten. Und vielleicht ist ja sogar auch dieses Jahr ein Sommerurlaub im Süden drin. Wir hoffen das Beste, lasst uns überraschen. Ich kann euch schon etwas verraten. Ich habe tatsächlich den Hinflug für meinen Sommerurlaub schon mal gebucht. Die Daumen sind gedrückt. Mal schauen, wie es bis dahin mit den Impfungen aussieht. Aber ich bin ganz zuversichtlich. Wir sind jetzt einfach mal positiv, dass es irgendwie ein guter Sommer wird. Ob hier oder vielleicht wirklich irgendwo im Urlaub, das wird sich zeigen. Sonnenpflege und Sonnencreme werden wir aber auf alle Fälle brauchen. Und da geht es im heutigen Video drum. Und zwar hat Chorus jetzt gerade im April die neue Sonnenpflegeserie gelauncht. Und ihr habt schon gesehen, im Thumbnail, vielleicht konntet ihr es lesen, das ist die Joghurt Suncare Collection. Ihr kennt die Joghurt-Serie von Chorus bestimmt schon, die müsste ich euch auch hier schon mal gezeigt haben. Und jetzt gibt es eben auch diese Joghurt Suncare Collection. Zum Beispiel habe ich hier ein Cooling After Sun Gel dabei. Es ist natürlich, wisst ihr, auch Joghurt an sich ist immer ganz gut nach einem Sonnenbrand oder oder als After Sun. Ich habe schon so manchen leichten Sonnenbrand mit schön dick griechischem Joghurt drauf wirklich retten können, ohne Witz. Also das hat wirklich einen ganz, ganz tollen Effekt auf die Haut. Und hier habt ihr auch alle guten Inhaltsstoffe vom Joghurt quasi drin. Also das perfekte After Sun Produkt, und das ist für Gesicht und Körper gleichermaßen. Ich stelle das mal quasi hier total elegant schön hin. Die Preise und die Namen der Produkte schreibe ich euch nochmal unten in die Box. Dann könnt ihr da nochmal nachspitzen. Und was eben das Spannende bei dieser Joghurt Collection jetzt ist, und zwar, ich hole gleich schon das nächste Produkt raus. Das ist ein Tinted Sunscreen, zeige ich euch gleich mal genauer. Die haben alle jetzt quasi hier diesen blauen Böppel, Reforest Aegean Seas. Und die haben sich so ein bisschen, also Chorus hat sich jetzt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, die gucken ja immer, dass sie möglichst niedrigen CO2-Abdruck sozusagen hinterlassen, also dass sie möglichst umweltschonend produzieren, ressourcenschonend produzieren und auch möglichst recyclingfähig alles machen. Und da ist jetzt gerade aktuell dieses Projekt eben Reforest Aegean Seas, und da geht es um die Neptungraswiesen. War mir auch kein Begriff, habe ich auch wieder was Neues gelernt. Und zwar sind die eben sind auf alle Fälle gefährdet, und die Chorus unterstützt eben die Wiederaufforstung. Das müsst ihr euch vorstellen, das sind einfach so quasi, ja, Seegraswiesen, und ja, und mit, die unterstützen die eben mit verschiedenen Projekten. Wenn euch das interessiert, ich werde euch auf alle Fälle nochmal einen Link da auch hinzupacken, dann könnt ihr da nochmal genauer nachschauen. Und zwar ist es aber so, dass durch die verschiedenen durch Menschen verursachten Faktoren diese Seegraswiesen jedes Jahr um 5% ihrer Fläche schrumpfen. Und ja, und da will Chorus eben unterstützen, die quasi wieder aufzuforsten, was ich ein sehr nobles Unterfangen finde. Und die versuchen natürlich auch mit ihren Sonnenpflegen quasi die Meere und auch die Pflanzen in den Meeren natürlich nicht zu belasten. Das heißt, also diese ganze Sonnenpflegekollektion ist so formuliert, dass, was steht hier alles drin, was nicht drin ist. Es ist frei von Silikonen, frei von dem sehr schädlichen Octylmethoxycinamat. Oh Gott. Also kurz OMC genannt, und Octocrylen. Und die sind ja immer, diese ganzen Chorus-Produkte sind sehr naturbasiert und sehr natürlich und versuchen auf alle Fälle sehr nachhaltig zu sein. Und ein weiteres Produkt aus der Range ist eben hier diese... Huch, was hängt denn da? So.
Ist dieser Tinted Sunscreen, den hole ich jetzt gerade auch mal kurz raus. Der hat einen Lichtschutzfaktor von 30. Und ich glaube, da gibt es gar nicht, also da passt sich der Farbton, soweit ich das weiß, dem Hautton an. Ja, und ja, 30 SPF ist schon nicht schlecht, UVA, UVB-Schutz. Und ich gucke gerade mal, also ich müsste mich schon sehr täuschen. Ich denke, dass ich das dem Hautton anpasse. Genau, das ist einfach so ein, ja, so ein leichter Tint, so ein leichte Tönung, die sich halt je nachdem an die Hautfarbe so ein bisschen anpasst und einfach so einen frischen, gesund aussehenden Teint verleiht. Da sind jetzt 40 ml drin und das kostet, genau, das gibt es in 30, in Lichtschutzfaktor 30 oder in 50 und kostet jeweils so um 20, 21 Euro. Ne? Und ja, also eine schöne Sache. Kommt hoffentlich bei mir in Griechenland zum Einsatz. Mal gucken. Dann haben wir natürlich auch noch einfach so ein ganz klassisches hier Spray, ein Sunscreen-Spray für Gesicht und Körper. Das finde ich auch mal ganz schön bei Koros, dass die meistens für Gesicht als auch Körper geeignet sind. Da musst du dann nicht irgendwie 10 Produkte mitschleppen. Und das ist auch eben für empfindliche Haut geeignet. Jetzt hier in dem Lichtschutzfaktor 50 gibt es auch noch in Lichtschutzfaktor 30 natürlich. Das ist quasi eine Sprühemulsion, ja, die sich dann so auch ganz angenehm quasi einarbeiten lässt. Ihr habt da Panthenol noch mit drin und Vitamin E. Auch in der Tinted Sonnencreme ist auch Panthenol drin. Einfach, ja, man hat einfach dann, ist einfach ein beruhigender, hautberuhigender Stoff und ein erfrischender Stoff, ja. Es gibt dann noch ein Gel, also ein Sunscreen Face Cream Gel. Das habe ich schon mal, wir hatten zwischendurch mal hier ein paar richtig schöne Sonnentage und das habe ich schon in Benutzung genommen. Das ist jetzt irgendwo in einer Tasche und ich habe es einfach nicht finden können, um es euch zu zeigen, aber könnt ihr euch nochmal auf der Website dann auch in Ruhe anschauen. Und also wer lieber dann so ein Gel haben möchte fürs Gesicht nochmal, das gibt es dann eben auch noch. Also ihr habt quasi 4 Produkte mit dem Aftersun und jeweils die unterschiedlichen Sonnenpflegen in verschiedenen Lichtschutzfaktorstufen, 30 oder 50. Ja, und damit ist man eigentlich ganz gut gerüstet. Und eben auch der Gedanke, dass die einfach bewusst auf Sonnenschutzfilter verzichten, die dem mehr schaden könnten, ja. Ist natürlich viel zu lange auch nicht verkehrt, auch für Flüsse und Seen im Hinblick darauf. Also es ist immer verkehrt, wenn man da ein bisschen guckt bei der Sonnenpflege, dass da eben keine Filter drin sind, die sich irgendwie ablagern oder die das Ökosystem im Wasser und im Meer quasi durcheinander bringen könnten. Also da schaut doch da drauf. Also gibt inzwischen wirklich viele gute Sachen. Früher war das ja ganz oft so, dass dann diese Sonnencremes, die auf solche schädlichen Filter verzichtet haben, dann so ein bisschen komisch weiß und dickpastig auf dem Gesicht auflagen. Das ist heute nicht mehr so. Also habt da wirklich auch ganz feine Konsistenzen und das zieht alles gut ein und man sieht dann irgendwie nicht kalkig oder komisch aus. Ja? Also schaut euch die mal näher an. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir hier mit der News schon am Ende. Ich drücke uns allen die Daumen, dass die Sonne bald zurückkommt und diese Beauties bald zum Einsatz kommen. Und dann danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Freue mich natürlich riesig, wenn ihr Bock habt, mir ein Abo dazulassen. Für euch ist das Ganze kostenlos und mich unterstützt ihr damit sehr. Und dann sage ich bis ganz bald hier auf Kathis Kosmos. Tschüss!